Liebe Gottesdienstbesucher und Besucherinnen, herzlich willkommen hier in der Rheinkirche Düsseldorf zu unserem heutigen Gottesdienst. Stichwort unterwegs. Wir sind unterwegs auch angekommen im Frühsommer und machen uns jetzt auf, mehr und mehr auch draußen zu sein, die Kinder auf den Spielplätzen. Wir versuchen Besuche mit Freunden und Familie. Wir haben Urlaube vor in den nächsten Monaten und hoffen, dass das wieder gelingt und dass wir gerne unterwegs sind. Ich bin auch immer gerne unterwegs gewesen und auf Wanderungen, auf Trekkingtouren, als Pfadfinder. Und das hat mir immer wieder gut getan, draußen in der Natur zu sein und Gottes Schöpfung dort zu erleben. Als Christ habe ich aber eine Erfahrung gemacht. Dieses Unterwegs, das endet nie. Wir kommen nicht an hier auf dieser Erde. Wir sind immer weiter unterwegs und werden nicht sagen eines Tages, jetzt bin ich angekommen. Deshalb mein Tipp oder Einladung, bleib nicht sitzen, auch wenn Entscheidungen fällig sind. Bleib nicht stehen, mach dich weiter auf. Und nur dann lebst du, nur dann erlebst du was und dann können wir auch entscheiden in die eine, in die andere Richtung. Und behalte ein Ziel im Auge, Zwischenziele. Manchmal können wir das Ziel nicht sehen. Ich denke da an eine Bergtour und ich habe den Gipfel vor mir, ein Gipfelkreuz. Und das verschwindet immer wieder mal oder es ist nicht dauernd sichtbar. Dann muss ich mich verlassen auf Bezeichnungen, Wegbezeichnungen, Beschreibungen oder auf meine Weggefährten. Vielleicht auch auf fremde Menschen, denen ich begegne, die ich fragen kann. Vielleicht muss ich dann auch den einen oder anderen Umweg einlegen oder in Kauf nehmen oder gar mal ein Stück zurückgehen. Aber dann kann ich wieder weitermachen und kann das Ziel neu ins Auge fassen. Rückblick ist immer einfach. Hinterher zu sagen, das hätte ich so oder so machen können. Aber jetzt muss ich nach vorne blicken, nach vorne Entscheidungen treffen. Das ist der große Unterschied. Wir wollen uns heute und in den nächsten Sonntagen bis in die Ferienzeit hinein über das Lukas-Evangelium unterhalten oder lesen und kennenlernen. Lukas, ein Arzt, der in den Jahren etwa 60 bis 90 nach Christi Geburt diese Dinge aufgeschrieben hat und sehr präzise recherchiert hat und versucht hat, genau die Erlebnisse darzustellen und zu sagen, ich schreibe das auf. Das Lukas-Evangelium ist eigentlich ein Brief an Theophilus, einen Freund. Und da hat er sich viel Mühe gemacht, präzise zu sein. Wenn euch auch Lukas jetzt in den ersten Kapiteln als weihnachtliche Geschichte oder Informationen und Berichte vorkommt, ja, okay, aber dennoch, lasst es uns einmal aus einer anderen Sicht betrachten, auch in der jetzigen Zeit. Ich würde gerne zum Start dieses Gottesdienstes mit einem Gebet noch beginnen. Himmlischer Vater, danke, dass wir in dieser Art und Weise Gottesdienst feiern und dass wir dich in unserer Nähe wissen. Danke, dass wir dein Wort haben und dass wir aus dem Lukas-Evangelium heute uns informieren, nachlesen, dich erleben wollen.
Ich wünsche mir, dass du uns damit auch persönlich erreichst. Dass es auch, wenn diese Texte sehr alt sind und lange schon geschrieben wurden, vor langer Zeit, dass es uns aber heute noch eine Hilfe ist und dass wir heute daraus lernen können. Ich möchte dich um deinen Segen für uns alle bitten. Wohl wissend auch, dass wir nicht alleine sind, dass es viele Gemeinden gibt, die immer wieder sonntags in ihren Versammlungen oder Übertragungen sich um dich kümmern und dein Wort weitergeben wollen. Lernen wollen daraus, was es für uns heute noch zu sagen hat. So begleite uns auch in dieser Zeit, die wir jetzt mit dir verbringen wollen. Ich danke dir dafür. Amen. Lukas-Evangelium. Rainer hat es schon angekündigt, wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit einem Evangelium, nämlich dem Evangelium des Lukas. N.T. Wright,
ein relativ berühmter Theologe derzeit, hat mal zu diesem Buch geschrieben: Hier werden wir Gewissheit finden, eine solide Basis für dauerhaften Glauben. Starke Worte über ein Evangelium. Eine solide Basis für dauerhaften Glauben. Denn Lukas, der beginnt sein Evangelium anders als die anderen Evangelisten es tun. Irgendwie deutlich normaler. Für uns gefühlt vielleicht sogar ein bisschen menschlicher. Er beschreibt nämlich nicht nur sein Ziel in Vers 4, damit du erkennst, schreibt er an Theophilus, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Dieser Theophilus muss schon irgendwie mal die Geschichte Jesu gehört, gelesen, irgendwo mitbekommen haben. Und Lukas macht sich jetzt auf den Weg und versucht ihm nochmal das Evangelium chronologisch nacheinander aufzuschreiben, damit er erkennt, wie zuverlässig, wie viel Wahrheitsgehalt diese Geschichten denn auch haben. Das sind keine ausgedachten Spinnergeschichten, sondern die haben wirklich einen Wahrheitsgehalt. Neben dem Ziel beschreibt aber Lukas sogar noch seine Methodik, die er anwendet. Und das ist fast schon aufklärerisch modern. Jeder, der heute eine Studienarbeit, eine wissenschaftliche Arbeit einreicht, bei der Universität, an der Fachhochschule oder irgendwo anders, der muss beschreiben, ganz am Anfang seiner Studie, wie er an sein Ziel gelangen will. Die Methodik hinter dem, was er da tut. Und Lukas tut sowas Ähnliches. In Vers 3 schreibt er nämlich: Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Es geht dem Autor hier um den Nachweis der Zuverlässigkeit dieser Geschichten. Denn wir müssen uns vorstellen, Lukas ist nicht der Einzige und der Erste, der auf die Idee kommt, ein Evangelium, eine Geschichte Jesu zu schreiben, sondern es sind schon 15, 20, 25 Bücher und Schriften im Umlauf, wo Menschen den Versuch gemacht haben, die Geschichte Jesu nachzuerzählen. Er schreibt in Vers 1, schon viele haben den Versuch gemacht, die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Und wie sieht seine Methodik aus? Das erste ist, er ist den Anfängen sorgfältig nachgegangen. Sorgfaltspflicht. Lukas verspürt so etwas wie eine Sorgfaltspflicht, denn die Aufgabe und die Größe und das Ausmaß dieser Aufgabe scheint ihm bewusst zu sein. Ich will alles nochmal von Anfang an durchgehen und prüfen, ob es richtig ist, was über diesen Jesus von Anfang an seines Lebens erzählt wird. Und die zweite Methodik, die er anwendet, ist Chronologie. In geordneter Reihenfolge. Wir merken das nämlich bei den anderen Evangelisten, die haben da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, ob die Wunder wirklich in der chronologischen Reihenfolge niedergeschrieben wurden. Für Lukas scheint das ein wichtiges Ding zu sein. Vielleicht, weil er ja auch griechisch geprägt ist. Und trotzdem muss man sagen, bei diesem doch sehr besonderen Anfang des Textes und einzigartigen Anfang des Textes ist es kulturell betrachtet eigentlich ein bisschen verwundernd, was er hier macht, Dinge niederzuschreiben. In den vorherigen Jahrhunderten waren Tatsachenberichte, also auf Papier gebrachte Berichte, eher glaubwürdig, eher nicht so glaubwürdig, wie wenn jemand etwas mündlich überliefert hat. Geschriebenen Texten wurde weniger geglaubt, als wenn sie einem erzählt wurden. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich kann dem Menschen in die Augen schauen, kann sehen, ob er glaubwürdig ist in dem, was er erzählt, kann seine Mimik und seine Gestik wahrnehmen und sehen,
ob das wirklich der Tatsachen entspricht, was er mir da versucht zu verkaufen. Platon hat 500 Jahre früher gesagt, dass es gefährlich sei, Dinge niederzuschreiben. Menschliche Erfahrungen, so denkt zumindest Platon zu seiner Zeit, seien der beste Weg, um die Ereignisse unverfälscht zu erhalten und sie weiterzugeben. Sogar im Jahrhundert nach Lukas sagt einer der großen christlichen Lehrer, dass er lebendige Zeugnisse dem geschriebenen Wort vorziehe. Und so verwundert es ein bisschen, dass Lukas den Versuch auch noch macht, die Dinge niederzuschreiben. Und auf der anderen Seite nötigt es doch einigen Respekt ab, wenn er sich dessen bewusst ist, dass sein niedergeschriebenes Wort deutlich, ja, weniger Gewicht zu haben scheint, dass er dann eben doppelte Sorgfaltspflicht an den Tag legt, um die Dinge niederzuschreiben, die auch wirklich geschehen sind. Vielleicht hat auch deshalb Lukas so sauber recherchiert, war er also nicht nur ein Typ, der heute gut in irgendeinen wissenschaftlichen Bereich passen würde, sondern vielleicht auch deshalb war er mit deutlich größerem Ansporn davon überzeugt, dass er sauber recherchiert und chronologisch vorgehen muss, damit die Menschen, die es nach ihm lesen, also Theophilus und alle seine Freunde und Bekannte, dass genau diese Menschen sich auf sein Wort verlassen können, weil er sich wirklich Mühe damit gegeben hat. Und dieser Fakt, dass Lukas nämlich ein Evangelium schreibt, bei dem er eine hohe Sorgfalt an den Tag legt und gut recherchiert hat, das ist wichtig. Heute würde ich behaupten, sogar wichtiger denn jemals zuvor. Lukas ist nämlich einer, der die Geschichte erzählt und nachgeforscht hat. Und um dieses Evangelium ernst zu nehmen, will ich mit euch mal am Anfang reinschauen und nachvollziehen, warum das Lukas-Evangelium auch heute noch so eine große Bedeutung für uns bekommen kann. Ich zitiere nochmal N.T. Wright: Hier werden wir Gewissheit finden in diesem Lukas-Evangelium, eine solide Basis für dauerhaften Glauben. Das ist ein hehres Ziel von Lukas für seine Leser. Also möchte ich mit euch in den nächsten Wochen in diesen Text hineinschauen und herausfischen, was aus heutiger Sicht standhält von diesen Geschichten. Denn das ist ja das Anliegen von Lukas, die Geschichte so zu erzählen und möglichst so gut recherchiert nachzuerzählen, damit sie Bestand hält bei den Zuhörern und Lesern. Theophilus zu erzählen, dass diese Geschichten eben nicht nur ausgedacht oder beschönigt oder aus irgendeiner Siegersicht herausgeschrieben wurde. Und er beginnt diesen Tatsachenbericht eben mit zwei Wundern. Zwei Wunder, die durch die Beobachter erst wirklich eine Relevanz bekommen. Und ich habe mal Rainer gebeten, die beiden Wunder einzeln einzusprechen. Und ihr dürft jetzt diesen Wundern mal folgen. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit,
in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak, wurde vor Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Danke, Rainer, für das Einlesen. Wenn wir uns diese 2 Wunder oder das erste Wunder, Zacharias und Elisabeth, mal anschauen, dann können wir mal die objektive Sicht auf dieses Wunder einnehmen von jemandem, der nicht dabei war. Objektiv kann man festhalten, Zacharias und seine Frau Elisabeth sind alt. Das hätte Lukas gut recherchieren können, das hätte er gut nachweisen können. Vielleicht, ich gehe jetzt nicht davon aus, hat er die beiden aber sogar kennengelernt und mit ihnen diese Geschichte wirklich auch nochmal nacherzählt. Für die damalige Erfahrungswelt, also für die Nachbarn, für die Menschen, die Elisabeth und Zacharias kannten, war das Thema Nachwuchs vorbei. Da gab es einfach nichts mehr zu holen. Keine Chance, dass dort noch was kommt. Dann kann man festhalten, die Menschen um den Tempel herum, als Zacharias im Tempel verschwindet für seinen Dienst und längere Zeit nicht rauskommt, die Menschen wundern sich tatsächlich über die Dauer, die Zacharias dort verbringt. Vielleicht waren es ansonsten ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Viertelstunde, aber dieses Prozedere dauert deutlich länger. Auch das ist objektivierbar. Auch das hätte Lukas von den Augenzeugen damals wirklich sich bestätigen lassen können. Und dann stelle ich mir das so vor, wie Lukas mit den Menschen, die damals in Jerusalem gewohnt oder anwesend waren und um den Tempel herum waren, da sitzen und sagen: Ja, Lukas, der Zacharias war echt lange im Tempel. Und wenn ein Zacharias lange im Tempel ist
und nachher nicht sagt, ah ja, ich habe da ein bisschen irgendwie Mittagsschlaf gemacht, dann scheint das auch Gewicht zu haben, gehabt zu haben, dieses Wort. Denn Zacharias ist laut dem Text, so können wir es zumindest nachvollziehen, ein Mann von gutem Ruf gewesen. Man würde jetzt diesem Mann nicht irgendwie unterstellen, dass er aufgrund von Aufmerksamshascherei gerne irgendeine Geschichte mal erfinden wollte, weil er sonst irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit im Leben bekommen hätte. Und nachdem er rauskommt, fuchtelt dieser Zacharias mit den Armen und versucht, irgendetwas zu symbolisieren mit seinen Armen. Irgendwas, das ist diesen Menschen klar, muss da drin geschehen sein. Ein weiterer objektivierbarer Fakt ist, Elisabeth wird schwanger. Auch das hat Lukas wahrscheinlich irgendwie nachvollziehen können. Und alle fragen sich, jetzt noch? Und das kriegt er bestätigt von den Menschen, mit denen er spricht und mit denen er in den Anfängen versucht, herauszufiltern, was davon wirklich nachvollziehbar ist, noch immer in den Köpfen der Menschen ist. Und alle denken sich, das ist unmöglich. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen gar nicht klar, dass das in Verbindung mit diesem Tempelereignis vor einem halben Jahr steht. Aber was für die Beobachter, für Nachbarn, für FreundInnen, für Menschen, mit denen sie ihr Leben begleitet haben, was für alle klar ist, Elisabeth ist wirklich schwanger geworden. Vielleicht bist du Rheinkirchler. In. Vielleicht bist du Christ in und gehörst, wenn nicht zur Rheinkirche, dann aber zu einer anderen Konfession oder anderen Gemeinde unseres Baptistenbundes an. Vielleicht bezeichnest du dich gerade auch als Christ, aber zweifelst oder verzweifelst gerade an brennenden Fragen des heutigen Christentums. Fragen wie, ist dieses Buch, diese Bibel, diese Bücher, die dort niedergeschrieben sind, eigentlich noch lesens- und oder glaubenswert? Was sind eigentlich in diesem Buch jetzt Geschichten, was sind Novellen, was sind Dichtungen und was daran ist wirklich Fakt? Worauf kann ich mich tatsächlich historisch ein bisschen auch verlassen, dass Dinge wirklich geschehen sind? Kann ich eigentlich diesen ganzen Kram mit Jesus und seinen Nachfolgern und Wundern und der Auferstehung und deren Einfluss auf unser, auf mein Leben glauben? Oder müsste man die nicht alle mal mit einem kleinen Augenzwinkern entmythologisieren und sagen, das ist alles irgendwie nur symbolisch gemeint? Das sind zentrale Fragen, die heute im Christentum bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch weit darüber hinaus wichtig sind, die unseren Glauben erschüttern können, die mich zum Teil auch erschüttert haben. Und deshalb ist es so schön, dass Lukas ein Evangelium niederschreibt, in der er selber den Anspruch erhebt, sauberst recherchiert zu haben. Und die Lukas zu diesem Evangelium treiben und die ja mit einem diese zentrale Frage, ob das wirklich glaubenswert ist, was er da niederschreibt, die Lukas mit einem klaren Ja beantwortet. Und ich behaupte, Lukas würde, wenn er jetzt hier neben mir stehen würde, heute auch noch dafür einstände, dass diese Geschichten wirklich wahr sind. Dass sie nicht nur ein Wahrheitsgehalt haben, sondern wirklich vertrauenswürdig sind. Deshalb mischt er eben objektivierbare Fakten, denen er so gut wie möglich nachrecherchiert, mit den Glaubenserzählungen. Und um die geht es unter anderem jetzt in der zweiten Geschichte. Und wir hören noch einmal Rainer mit der Geschichte über Maria und einen Engel. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte.
Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und hierauf verließ sie der Engel. Auch bei dieser zweiten Geschichte von Maria und dem Engel finden wir äußere Beobachtungen, denen Lukas wirklich nachgehen konnte in seiner Recherche. Maria und Josef sind verlobt. Das werden die Menschen, die mit den beiden gelebt haben, tatsächlich bestätigt haben können. Und dann kommen wir viel stärker als in der ersten Geschichte von Zacharias, aber auch bei Zacharias natürlich vorhanden, an die Stellen, die unserem wissenschaftlichen Standard nicht standhalten können. Das funktioniert gar nicht, denn ähnlich wie bei Zacharias, dessen Geschichte aus dem Tempel er ja wahrscheinlich irgendwann einmal später nacherzählt haben wird, geht es auch hier bei Maria vor. Es gab ja keine Anwesenden außer ein Engel und Zacharias, beziehungsweise dann bei der zweiten Geschichte von eben dann Maria. Und während man den Engel nur schwerlich befragen kann im Nachhinein an Lukas Stelle, ist das bei Zacharias und Maria eben ein subjektives Ereignis. Keine Bestätigung möglich, keine Zeugen, die das bestätigen können. Das war eine Geschichte eben, bei der man Maria und Zacharias tatsächlich Glauben schenken muss. Hier gibt es keine Familienmitglieder und Nachbarn, die bezeugen können, dass es sich wirklich so zugetragen hat, wie die beiden es eben nachher erzählen. Das Einzige, was diese Menschen vielleicht bezeugen haben, war, ja, Zacharias und Maria, das waren glaubwürdige Menschen. Menschen, die nicht als notorische Lügner bekannt waren oder irgendwie als falsche Hasen bekannt waren, sondern es waren Leute, die ganz normal, aber aufrichtig sonst durchs Leben gingen. Und das waren Menschen, bei Zacharias sehen wir das sogar im Text, diese Nacherzählung, das hat Lukas dann wahrscheinlich irgendwo mal aufgeschnappt und mit aufgenommen, dass es Menschen waren, die große Ehrfurcht vor Gott hatten. Ehrfurcht, die sie durchaus sehr vorsichtig gemacht hat, dass sie das, was sie erzählen, auch für wahr halten. Deshalb haben diese Geschichten von Zacharias und von Maria durchaus einen hohen Stellenwert. Und ich kann und will diese Predigtserie über dieses Evangelium des Lukas nicht beginnen,
ohne dieses zentrale Anliegen von Lukas zu erwähnen. Nicht umsonst wird dieses Evangelium eben auch häufig als das Evangelium genannt, das am saubersten und wahrscheinlich am faktenbasiertesten die Geschichte Jesu herausarbeitet. Und wir können in diesen ersten vier beziehungsweise den darauffolgenden Wundern nachvollziehen, mit welcher Sorgfalt, mit welcher Genauigkeit und mit welcher Leidenschaft Lukas hingeht und versucht, diese Geschichten so detailgetreu und so zeugenbasiert wie möglich zu erzählen und für uns weiterzugeben. Lukas bemüht sich, alle Zeugenberichte, alle Erfahrungen, alle Geschichten, die jetzt schon kursieren, eben aufzuschreiben und für andere festzuhalten. Der ist durch Galiläa und durch die ganze Lande gezogen und hat versucht, die Menschen zu finden, die diese Geschichten entweder bestätigen oder widerlegen könnten. Und ich gebe dir vollkommen recht, man kann Lukas natürlich misstrauen. Denn Lukas wandert immer, und das ist nicht sein Anspruch, dass alles daran richtig ist, aber denn Lukas wandert immer zwischen den Welten. Aussagen, die er eben bestätigt bekommen hat von Familienmitgliedern oder anderen und Aussagen, die nicht bestätigt werden können, weil sie eben zwischen Mensch und Göttlichem oder Engelhaftem, zwischen Gott und Gott, zwischen Mensch und Engel stattfinden. Und wenn du kritisch und skeptisch den Lukas-Geschichten gegenüberstehst, dann muss man ebenfalls sagen, hier war ein Autor am Werk, der sich allergrößte Mühe gab, nichts hinzuzuerfinden, nichts bewusst wegzulassen, was vielleicht unangenehm gewesen wäre, keine Halbwahrheiten niederzuschreiben, sondern einer, der mit einer tiefen Begeisterung für diesen Jesus nacherzählt, so gut, so recherchiert, so ehrlich wie für ihn damals möglich, aber nicht mit dem Anspruch, es heute wissenschaftlich standhaltend zu machen. Und es ist auch noch schön zu sehen und wichtig zu sehen, bei all dem hohen Standard, den Lukas sich selber setzt, dass er die Geschichte von Himmel und Erde mit ganz harmlosen, mit ganz normalen, mit so richtig Standardmenschen beginnt. Menschen, die ein ganz ruhiges und zurückgezogenes Leben führen, die nicht große Töne spucken, die nicht irgendwie TV-Star-Moderatoren sind, sondern Menschen wie du und ich, ganz einfach, ganz normal, ganz standardisierte Menschen. Und dann krempelt Gott ihr Leben um, ihr so normales Leben, das Zacharias und Maria wahrscheinlich total gut gefiel, einfach mit der Masse mitschwimmen. Und Gott krempelt diese Leben um. Durch Übernatürliche. Durch wissenschaftlich nicht nachweisbare Erfahrungen. Erfahrungen, die der Wissenschaft nicht standhalten würden, aber, und davon bin ich überzeugt, die Wirklichkeit sind. Wie haben diese Menschen reagiert? Wie reagiert Zacharias? Wie reagiert Maria in dieser Situation, die für sie völlig übernatürlich ist? Sie reagieren ungläubig, vertrauensvoll, nachfragend und skeptisch und doch irgendwie gebannt und gespannt, was Gott da ihnen zu sagen hat. Und das ist angesichts der hier aufgeschriebenen Geschichte überhaupt nicht verwunderlich. Ich wäre total skeptisch, wenn auf einmal Gott oder ein Engel mir unmögliche Dinge erzählen würde. Und das tut er hier tatsächlich. Aber Gott macht aus dieser Ungläubigkeit von Zacharias und von dieser Schwachheit und der Nichtvorstellbarkeit von dem Unglauben Marias etwas Großartiges. Er rettet nicht nur die beiden, sondern tatsächlich eine ganze Welt damit. Hast du das verstanden für die nächsten Wochen? Wenn du gerade zweifelst,
Wenn du an diesen ganz wichtigen Fragen zum Christentum und zu deinem eigenen Glauben anscheinend zweifelst oder sogar verzweifelst. Wenn du mit dieser Bibel und den Wundergeschichten und den Übernatürlichen darin derzeit kämpfen musst, wenn alles in dir der Wahrheit dieser Geschichten widerspricht, dann befindest du dich in guter Gesellschaft. In der Gesellschaft von Zacharias oder Maria. Zacharias sagt: Gott, was erzählst du mir da? Das kann ich nicht glauben. Das funktioniert doch gar nicht. Wir sind schon viel zu alt für deine Versprechen. Herzlich willkommen, wenn es dir ähnlich geht. Gott, diese Geschichten, die können nicht wahr sein. Du bist in guter Gesellschaft. Und du bist eben auch in der guten Gesellschaft für die Menschen, für die Lukas genau diesen Brief schreibt. Menschen, die skeptisch sind, Menschen, die versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und ich wünsche dir und mir, dass dieser Gott, der Maria und Zacharias überzeugt, dass dieser Gott es in den kommenden Wochen schafft, dich und mich wieder neu zum Glauben zu führen. Neu zum Glauben zu führen an dieses übernatürliches Eingreifen Gottes. Und dass er es schafft, eine Leidenschaft dadurch zu erwecken. Für Jesus, für Gott, für die Bibel und für die Menschen um uns herum. Herzlich willkommen zur Predigtserie über das Lukasevangelium. Du bist der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren in Ewigkeit. Du bist der Anfang und auch das Ende, du bist der Gott, der die Herzen kennt, du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von ihm lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Na 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 na. Spät kommt, du bist der Retter in großer Not, du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dir lässt du dich finden, weil du die Menschen Als Gemeindeinfo habe ich noch zu berichten oder zu erwähnen, dass für den Gemeindeurlaub Südfrankreich im Juli demnächst eine Art Mitfahrzentrale geschaltet wird. Das heißt, wer nicht selbst fährt oder andersrum noch Plätze frei hat im Auto,
kann da sich untereinander zusammenfinden, dass man die eine oder andere Fahrt gemeinsam unternehmen kann und ihr euch das erleichtern könnt dann. Zu finden sind die Infos diesbezüglich auch in den Newslettern der Gemeinde, die ja jeweils sonntagnachmittags veröffentlicht werden oder mitgegeben werden. Zum Ende des Gottesdienstes möchte ich noch um den Segen bitten. Herr, ich danke dir, dass wir persönliche Zeugnisse und Berichte aus alter Zeit aus der Bibel kennenlernen dürfen und haben, aber auch von Christen, die in unserer Nachbarschaft und mit uns heute unterwegs sind. Hilf uns, dich immer wieder neu zu erleben und festzustellen, du bist größer als unser Wissen und Verstand. So segne du uns bitte, behüte und bewahre unsere Herzen und Sinne. Schenke uns deinen großen und guten Frieden, immer wieder täglich neu für unser Leben und unseren Alltag. Amen.